Hey Jons hier von newgadgets.de und heute fahre ich den neuen Audi TT RS. Einmal als Coupé, ich sitze schon drin, und dann später auch nochmal als Roadster. In diesem Video gibt es natürlich viel Geschwindigkeit, viel Sound. Der TT RS ist natürlich die Speerspitze der TT-Baureihe, richtig viel Power. Und da haben wir natürlich auch ein paar Experten, die über den Motor und über das wirklich sportlich aggressive Exterieur reden können. Ich bin jetzt hier auf der Yarama Rennstrecke und werde mit dem Coupé jetzt erstmal ein paar Runden drehen. Also, let's go! Jetzt geht's los. Wir fahren auf der Rennstrecke. Erstmal anschnallen hier. Motor an. Richtig geiler Sound. So, GoPros laufen. Ich glaube, das wird Spaß machen. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Ich habe das Ding hier im Mund, aber das sollte klappen. So, jetzt gibt es erstmal ein paar Einführungsrunden mit dem Pace Car, damit ich die Strecke auch mal ein bisschen kennenlerne. Geht auf jeden Fall richtig gut. So, natürlich haben wir hier auch Streckenmarkierungen, wann wir bremsen sollen, einlenken. Ich meine, ich bin auch nicht jeden Tag auf der Rennstrecke unterwegs, ja? Da sind so Markierungen natürlich auch echt von Vorteil. Auch wenn ich jetzt erstmal den Pace Car hinterher fahre. Das macht schon richtig Spaß. Was ein Sound auch, ey. Richtig geil. Das Fenster mal ein bisschen auf, vielleicht kann man dann den Sound noch besser hören. Haha! 140 schon, ne? Gerade gestartet, das Ding jetzt so ab. Habe ich schon erwähnt, was für ein Lenkrad das hier ist. Das ist das Lenkrad, das auch im Audi R8 verbaut ist. Hier haben wir alle wichtigen Knöpfe direkt am Lenkrad, müssen nicht woanders hingreifen. Also das Drive Select haben wir jetzt auch hier, können wir mit dem Daumen dran. Also wirklich super geil zum sportlich rumfahren. Und ich fahre natürlich auch mit den Schaltwippen. Ich finde das einfach sehr viel sportlicher. Ich könnte natürlich auch mit der Automatik fahren. Die ist ja auch wirklich sehr, sehr sportlich. Ich finde, ja, bei so einem Auto will man einfach noch selbst schalten über die Schaltpedals. Und dann macht auch richtig Spaß. Thank you.
der Sound, der gefällt mir richtig gut. Das ist so ein richtiges Trompeten, so wie ich es halt mag. Also hier auf der Rennstrecke merkt man natürlich auch wirklich, wie das Drehmoment die ganze Zeit anliegt. Wir haben hier 480 Newtonmeter, die zwischen 1700 und 5800 Umdrehungen anliegen. Also drückt es einen die ganze Zeit in den Sitz. Ich hoffe, ihr könnt diese Explosionen hinten hören. Daumen hoch an die Ingenieure bei Audi. Richtig geiler Sound aus dem 5-Zylinder hier. Und das Audi Virtual Cockpit ist auch richtig für die Rennstrecke gemacht. Wir haben hier die Anzeige für das Hochschalten. Der ganze Tacho leuchtet dann gelb und dann rot. Also Schaltpunktanzeige. Und wir bekommen hier natürlich auch noch weitere Informationen wie Rundenzeit oder auch die G-Kräfte angezeigt. Das war jetzt der Audi TT RS auf der Rennstrecke, aber den TT RS gibt es ja jetzt noch als Roadster und den schauen wir uns jetzt mal an. Wetter spielt ja hier in Madrid auch mit, also let's go! Also jetzt hier offen im Roadster fahren, das ist natürlich wieder ein ganz anderes Feeling als mit dem Coupé, wo es ja auch Spaß gemacht hat. Aber hier kommt der Motorsound einfach noch viel besser zur Geltung und ist einfach super laut und macht richtig viel Spaß. Also Motorsound-Fans werden hier auf ihre Kosten kommen. Also hören wir mal rein. Alter! Also sollte ich mir jemals privat einen Audi TT zulegen, dann auf jeden Fall den Roadster. Oh, wie dieses Knallen gehört hinten. Es ist übrigens das erste Mal, dass ich überhaupt einen Audi TT fahre. Also ist der Audi TT RS natürlich ein guter Einstieg. Und nach der Testfahrt muss ich hier schon sagen, macht schon richtig Laune. Ja? Head-Up-Display, natürlich als Fan von einem Head-Up-Display hätte ich mir eins gewünscht. Aber wir haben hier das Audi Virtual Cockpit. Das Virtual Cockpit wurde ja auch jetzt für fast jedes Modell vorgestellt. Beim Audi TT ist es serienmäßig, macht auf jeden Fall Sinn, da wir ja hier kein Infotainment-Display haben und wir alle Informationen hier auf dem Display haben können. Jetzt schauen wir auch nochmal, wie lange es dauert, das Dach zu schließen. So, das waren 11 Sekunden. Wie lange dauert das Öffnen? Let's go! Im Video einfach so geil rüber wie jetzt in echt. Hammerhart! Also Audi hat einen neuen 5-Zylinder-Fan gewonnen, nämlich mich. Ich muss sagen, dieser Sound ist grandios. Dieses Trompeten, dieses Tröten hinten aus dem Auspuff, das macht einfach richtig Spaß. Es gibt hier noch einen Unterschied beim Roadster und zwar hat ja das Coupé hinten noch zwei Sitze. Das hat der Roadster nicht. Hier können wirklich nur zwei Personen sitzen. Also das solltet ihr wirklich beachten, wenn ihr euch den Roadster zulegt. Beim Roadster könnt ihr eure Kinder nicht mitnehmen, beim Coupé schon. Ich bin ja jetzt die ganze Zeit den Roadster gefahren. Klar, guckt euch mal das Wetter an, wieso nicht. Aber damit das Coupé nicht zu kurz kommt, habe ich hier noch einen Experten, der ein bisschen was zum Exterieur erzählen kann. Und dann noch zum Interieur, dass er hier auch beim Roadster das Gleiche ist. Also, schauen wir mal rein. Hallo zusammen, mein Name ist Rolf Miegel. Ich bin Leiter vom Produktmarketing für die Audi Sportmodelle. Und ich zeige euch jetzt mal den neuen TT RS. Legen wir los. An der Front seht ihr hier einen sogenannten Wabengrill. Das ist ein RS-Spezifikum, was wir beim neuen TT RS ganz speziell haben. Der ist hier sogar dreidimensional, hat einen Quattro-Schriftzug und ist in Aluminium matt gefasst.
Daneben seht ihr große Lufteinlässe. Der TTRS braucht bei seinem neuen 5-Zylinder-Aggregat mit 400 PS natürlich ordentlich Luft. Dahinter sitzen große Kühler. An der Seite ist gut zu sehen ein neues 20-Zoll-Rad. Das nennt sich 7-Arm-Rotor, ist ein Schmiederad. Auch da sparen wir wieder ungefährte Massen. Und in diesem Schmiederad sitzen ordentliche Bremsscheiben vorne mit 370 mm Durchmesser. Die Farbe, die hier im Sonnenlicht natürlich besonders schön strahlt, nennt sich Ara-Blau-Kristalleffekt und kommt natürlich speziell hier beim Coupé wunderbar zur Geltung. Wenn wir uns noch ein bisschen weiter ums Auto bewegen, dann sehen wir hinten einen feststehenden RS-Heckspoiler. Der ist zum einen natürlich entscheidend, um dem Fahrzeug ordentlich Abtrieb zu verleihen und zum anderen trägt er natürlich auch zur Effizienz und Performance bei. Sound ist bei uns natürlich ein ganz wichtiges Thema. Der 5-Zylinder ist nicht nur rasend schnell, der klingt auch noch richtig gut. Und da sehen wir am Ende des Fahrzeuges die ovalen Abgasendrohre, die auch charismatisch und typisch sind für unsere RS-Modelle. Und die sind links und rechts von einem ordentlichen Diffusor. Ja, charismatisch am Heck ist der feststehende RS-Heckspoiler. Hier mit den feststehenden Füßen. Auf Wunsch kann man den auch abwellen, für die, die es vielleicht ein bisschen unauffälliger möchten. Ganz entscheidend auch beim TTRS als Innovationstreiber für die Marke ist eine OLED-Heckleuchte, die bei Audi erstmals zum Einsatz kommt. Die besticht nicht nur durch eine ganz eigene Leuchtkraft, sondern sie inszeniert auch beim An- und Ausschalten des Fahrzeuges. Das sieht richtig cool aus. Beim TTRS haben wir natürlich für jeden Kunden etwas im Angebot, wie er sein Fahrzeug konfigurieren möchte. Hier sehen wir eines der Optikpakete im Exterieur abgebildet. Das ist das Optikpaket Aluminium Matt. Zu sehen, dass wir hier vorne die Schwinge in Aluminium Matt haben und auch hinten am feststehenden Heckspoiler die entsprechenden Füße in Aluminium Matt und auch unten die Spange, die um den Heckdiffusor geht. So, nun zum Interieur des neuen TTRS. Ganz zentral natürlich und entscheidend wichtig, das Lenkrad. Das Lenkrad haben wir aus dem R8 übernommen. Es hat zwei Bediensatelliten. Das eine ist natürlich, um den 5-Zylinder zu starten. Das klingt auch richtig ordentlich. Und das andere ist der Knopf für Drive Select. Bei dem kann man verschiedene Modi des Fahrmodus konfigurieren. Da sind Elemente eingebunden wie die Gaspedalkennlinie, der Quattro-Antrieb und weitere. Sportliches Fahren, da brauchst du alle Informationen auf einem Fleck. Wir haben hier ein Audi Virtual Cockpit, das auf 12,3 Zoll alle entscheidenden Informationen bietet, die man für sportliche Fahren braucht. Links sieht man sogar mit Google Maps eine Navigation, die im linken Bildschirm eingeblendet ist. Rechts, hier stehen wir natürlich, deswegen siehst du momentan keine Werte, eine direkt messende Reifenkontrolle und es gibt sogar einen Performance-Modus. Da siehst du dann den Ladedruck, die Leistung und das Drehmoment, also alles, was du zum schnellen Fahren auf der Rennstrecke, aber natürlich auch beim normalen Fahren im Alltagsbetrieb brauchst. Was noch richtig cool ist beim TTRS, sind Dekoreinlagen. Du siehst hier in der Mittelkonsole, das ist Carbon und das sieht nicht nur fein aus, das ist auch extrem leicht. Um das Sounderlebnis noch ein bisschen stärker zu machen, kann man den Soundbutton betätigen, der beim TTRS serienmäßig ist. Das heißt, man kann über diesen Knopf die Klappen in der Abgasanlage ansteuern und damit bei der serienmäßigen Abgasanlage, die schon echt gut klingt, laut und leise modulieren. Wer sich optional noch für eine Sportabgasanlage entscheidet, der kann dieses geniale 5-Zylinder, diesen Sound, noch einmal intensivieren. Für uns entscheidend ist, alle Schnittstellen, mit denen der Fahrer zu tun hat, sind natürlich mit feinsten Materialien bezogen. Das heißt, wir haben hier Alcantara am Lenkrad und am Schaltknauf. Und ich glaube, mit dem Cockpit, das wir hier haben, da hast du die besten Voraussetzungen, um entweder eine ordentliche Runde auf dem Track hinzulegen oder aber auch im Alltag sportlich zu fahren. So, wer natürlich schnell fährt, muss ordentlich sitzen. Deswegen haben wir im TTRS unsere RS-Sportsitze. Die sind mit feinstem Lederfeinarbeit bezogen und haben eine eigene Stickung in Felsgrau und natürlich immer schön das RS-Logo. Das haben wir übrigens sogar auch auf Wunsch in der Fußmatte. So, das war mein Video hier vom neuen Audi TT RS. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, würde ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben freuen und wenn ihr meinen Kanal abonniert, um keines meiner zukünftigen Videos zu verpassen. Und falls ihr irgendwelche Fragen zu dem Wagen habt, dann stellt sie einfach hier unten in den Kommentaren und ich werde versuchen, sie für euch so schnell wie möglich zu beantworten. Und wie immer habe ich dann natürlich noch eine Frage an euch und zwar, was glaubt ihr, kostet der Audi TT RS, so wie ihr ihn im Video gesehen habt? Ihr könnt eine Schätzung für das Coupé und für den Roadster abgeben. Einfach hier unten in den Kommentaren, es würde mich auf jeden Fall interessieren, was ihr dabei schätzt. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.